Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Gilde Gaukler, Gruften und Geschütze. Wir starten rein in den Sommer 1429 mit 17 Aktionspunkten. Ja, ihr verdient wirklich Anerkennung. Ihr habt eure überzeugenden Fähigkeiten im Talent Rhetoriker. Oh, Beschläge sind billig, aber keine sind da. Nur weiter, dann werdet ihr sicher bald eine entscheidende Verbesserung eurer Kenntnisse spüren. Dankeschön, und wir bewerben uns jetzt endlich hier auf den Landesherrenposten und, oh, die mögen uns alle nicht so sehr. Ah, wir haben unser Musikzimmer, das trifft sich sehr gut. Ich möchte gerne in das Musikzimmer gehen. Das könnt ihr euch jetzt auch mal anschauen. Ist auch ein sehr schönes Zimmer. Eure Bekanntschaften. Leidenschaft und Verständnis könnt ihr oft nur da erfahren, wo sie ohne Erwartungen an euch gegeben wird. Zudem wird euch eine Liaison, tatkräftige Unterstützung zuteil werden lassen. Eine neue Freundin suchen. Und ihr wisst, wen ich im Auge habe. Herzogin Hulda Gonzelmann, die Geheimrätin. Sehr schön. Wir werden ja auch noch gleich ein Gedicht ein von euch kaufen. Benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. So. Damit sollten wir, denke ich, relativ sicher. Wir werden es hier trotzdem, wenn wir es eh haben, nochmal verwenden. Damit sollten wir relativ sicher Landesherr werden, denke ich. Talentanstieg. Genau, in der Rhetorik sind wir jetzt auch sehr gut unterwandert. Ich meine, wir können es ja nochmal verbessern. Vielleicht kommen wir dann auf 4 Sterne. Oh, ein Angestellter ist verstorben. Landesherzogin. Da müssen wir mal schnell hin. Ah, ausgerechnet hier. Das heißt, wir müssen mal wieder einen Lehrling einstellen. Das mussten wir auch schon lange nicht mehr machen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wer hier was macht. Okay, es ist genau aufgeteilt. Das ist in Ordnung. Meine Güte, die Armbrust, die bringt ja gerade richtig Geld. Aber wir brauchen leider auch die Holzzapfen dafür. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Huch, das wollte ich natürlich nicht. Der neue Arbeiter darf gleich bei der Armbrust helfen. So, wie sieht es jetzt aus? 2 Beschläge, Leute. Wir können ganze 2 Beschläge ganz billig kaufen. Naja. So, ein neuer Arbeiter. Sehr schön. Ich bin mir aber gespannt, was man als Landesherr nochmal alles machen kann. Und, oh verdammt. Wir brauchen ganz dringend Eiche, auch wenn sie teuer ist. Hoffentlich wird sie jetzt mal wieder billiger, die Eiche. Die Kämme sind ganz gut dabei. Die Armbrust nochmal. Ja, 62. Das ist leider noch 10 zu viel, aber... Wir brauchen es dringend. Bisschen Kiefernholz. So, das bringt jetzt auch gutes Geld. Wow, sehr schön. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen Eiche leider kaufen. Und billiges Eisen auf jeden Fall auch. Und billiges Gold umso mehr. Und wir hoffen, dass wir nicht überfallen werden. Haben wir jetzt eigentlich nur diesen einen Beweis? Diese Beleidigung. Das bringt ja gar nichts. Dafür haben wir 3000 ausgegeben. Bei einem Räuberhauptmann nur Beleidigung. Oh, wir sind ein Visionär. Die neueste Mode aus Paris erreicht als erstes euer Gehör. Und so entschließt ihr euch, kurzerhand mehrere bunte Bändchen aus... an eurem Hut zu befestigen. Die engstirnigen Städter aber lächeln euch nur unsicher an. Okay. Egal. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Boah, das wäre aber enorm teuer. Wir probieren es wieder ohne. Wenn wir Pech haben, dann verlieren wir halt das Geld. Hat sich jemand bei der Arbeit verletzt? Wie kann das nur passieren? Wie kann der sich nur das erlauben? Bei der Arbeit sich zu verletzen? Oh, ein bisschen viel Gold. So, hier sieht es ganz gut aus. Hier brauchen wir noch ein bisschen ganz viel Buche. Buche und Kiefer brauchen wir hier. Springpunkt, Pavillon, Arbeiter hat sich verletzt. Warenpreise sinken. Schleifsteine und Schleifziegel.
Können wir hier eigentlich noch irgendwas anbauen? Ja, ein Wintergarten. Der verbessert die Gesundheit, aber das machen wir mal nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent Rhetorik durch die Lektüre des Buchs Ausreden für ausweglose Gelegenheiten gesteigert. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Das freut mich aber, dass wir hier ziemlich gut sind. So, das ist nur ein Zweier hier. Ja, gut. Wir kaufen nochmal Beschläge hier. Rettet euch! Der Tod streckt seine knochigen Finger aus, euch zu berühren. Die Pest! Die Pest ist in unserer Stadt. Das ist natürlich tragisch, dass die Pest da ist. Haben wir jetzt 4 Sterne? Ja, wir haben 4 Sterne. Sehr gut. Das heißt, dann werden wir jetzt mal im Hinterzimmer noch unsere Nacht- und Nebelaktionen hier verbessern. So, und das sieht doch hier ganz gut aus. Schau mal, die mag uns richtig. Die Geheimrätin. Sehr schön. Pest ist in der Stadt. Landesherr will ich schon noch werden, bevor ich hier sterbe. Jetzt haben wir hier einmal Gold zu viel. Ich soll mal das Gold ausgeben. Können wir unsere Lagerkapazität eigentlich noch erhöhen? Ja, können wir. Natürlich, 400, das machen wir. Und ich meine Lager... Wollen wir noch Lagerplätze kaufen? Ich denke erstmal nicht. Ich glaube, es gibt eh nicht mehr so viele Sachen, die sich hier wirklich lohnen. Nee, schaut mal, der bringt das... Die bringen alle nicht so viel Geld ein, wie jetzt hier eine Armbrust. Die Armbrust bringt hier echt gutes Geld. Ah, wir brauchen deutlich mehr Eiche. Und die ist so teuer derzeit. Die wissen schon, wann sie uns das Geld abknüpfen können. So, wir reparieren hier mal und dann müssen wir die 2 Sachen hier auch wieder verkaufen. Der Bade, wieso wollen wir nicht... Ja, ich liebe Gedichte. 50 Mark ist es das mal wert. Hast du im Herzen Nacht, verlässt dich hier der Mut. So, fach ein Feuer an, im Wein ist Sonnenblut. Versammle dich mit Freunden bei deinem Wirtstoß an und mit dem ersten Schluck ist alles halb getan. Gut, den Rest könnt ihr euch gerne selbst mal durchlesen. Ob eurer beeindruckenden neuen Kenntnisse steigt eure Gunst bei allen Wirten ein wenig. Oh, sehr schön. Das freut mich. Das ist immer gut, wenn unsere Gunst steigt. Ja, verdammt, da haben wir jetzt leider nichts gespart. So, jetzt haben wir hier mal richtig unsere Lagerkapazität erhöht. Wow, schaut euch das mal an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir hier lagern können. Oh nein, wer ist gestorben? Noch ein Angestellter. Oder war das jetzt bei den anderen? Ja, verdammt. Jetzt brauchen wir hier mehr Lehrlinge. Jetzt muss der Lehrling sich hier schon drum kümmern. Ach hey. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. So. Ihr seid der Meister. Ja, ja, genau, ich bin der Meister. Helf mal hier mit Lehrling. Die Lehrlinge dürfen jetzt das Wichtige alleine machen. Oh, wir sind ein Visionär. Schon wieder das mit den Bändchen? Das hatten wir doch schon. So, wir verkaufen wieder unsere Kämme. Die Kämme gehen hier auch ganz gut weg. Und jetzt können wir richtig einkaufen, weil wir so viel Lagerkapazität haben. Wie ihr wünscht. So, ach genau, und hier unten brauchen wir auch wieder Rohstoffe, glaube ich, dann. Ah, verdammt, lohnt sich das jetzt noch? Wir werden mal nicht alles verkaufen. Oh, und es sinkt weiter ab, verdammt. Ah, seht nur, ihr habt euer nun Verständnis im Talent bei Nacht und Nebel ein wenig steigern können. Weiter so, dann werdet ihr bald mehr Münzen in euren Beutel wandern sehen. Danke. Dieb ist hier übrigens auch ein sehr schöner Beruf. Die Arbeiter können rund um die Uhr arbeiten und man muss keine Steuern zahlen, logischerweise, auf Diebstahl. Das wäre Ironie des Schicksals, wenn man da Steuern zahlen müsste. Na, verdammt, genau jetzt kommt er an. Nein, ich will noch jetzt hier nichts kaufen, ich will nur verkaufen, bitte. Kiefernholz. Uhre. Zack.
So. Ich freue mich schon auf die Abstimmung. Eine Armbrust und ein Kamm, die werden direkt verkauft. Und wir schicken noch den Karren zum Marktplatz. Wir können jetzt sehr viele Sachen kaufen. Oh, und wir brauchen mehr Holzzapfen. Ach, herrje. Was haben wir hier? Der vereinbarte Schutzauftrag ist abgelaufen. Okay. Die Goldschmiede wird jetzt hier, glaube ich, gerade angegriffen. Das ist ja nicht unsere Sache. So. Das können wir auch mal kaufen. Komm, wir kaufen auch noch die Buche leer. Eiche brauchen wir halt, aber die ist so teuer. Dann kaufen wir doch lieber noch Beschläge. Und sparen dabei richtig auch. Sehr gut. Sehr schön. Übrigens, das Geld will ich hier ein bisschen sparen für unseren Julius Pompeius, damit er dann Wirtshäuser kaufen kann. Nicht, dass ihr euch jetzt hier wundert, wieso ich nichts baue oder ähnliches. Wir können das ja aber gerne wieder hier investieren. Wir müssten jetzt so um die 100.000 dann zusammenkratzen können, denke ich. Ja, und es ist Zeit nach Hause zu gehen. So, schaut mal hier. 28.000 durch Warenverkäufe. Nochmal 7.000 durch Erzbischofseinnahmen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Landesabstimmung. Um den Posten des Landesherrn. Ich bin schon gespannt. Hoffentlich klappt alles und es läuft nicht schief. Oh, verdammt, unser Freund Carlos ohne Sorge hat sich auch beworben. Ach je. Ja gut, jetzt wird's echt spannend. Wir sind natürlich für uns. Unser guter Freund ist für sich selbst. Schade, wieso hat der sich da beworben? So, wie sieht's aus mit unserem neuen Freund? Ja, der ist schon mal für uns. Boah, jetzt wird's echt spannend. Oswin Ganzler. Der ist auch für uns. Sehr gut, wir haben es geschafft. Und Hulda Gonzelmann ist wahrscheinlich auch für uns, unsere Liebhaberin. Jawohl, aber mit Abstand 4:1. Die Wahl ist entschieden. Damit sind wir der neue Landesherr. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir haben richtig viel erreicht. Politisch. Ach, und durch unsere Geliebte verlieren wir 2 Aktionspunkte. Ja, aber ich denke, das können wir uns leisten. Ihr wisst ja, wie viel wir hier verdienen. Gut, dann könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen. Und da schauen wir uns dann mal an, was wir alles machen können als Landesherr. Ich glaube, da ist so einiges Interessantes möglich. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Bis dahin dann alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.